Kann man sich durch eine gute SEO-Position Google AdWords-Budget sparen? Diese Frage wurde mir heute gestellt und die beantworte ich in diesem Video. Mein Name ist Sebastian Borasko, ich bin Inhaber und Geschäftsführer einer erfolgreichen Online-Marketing-Agentur. Wir machen sehr, sehr viel im Bereich Suchmaschinenoptimierung und Google AdWords. Schauen wir uns mal an, wie das große Unternehmen wie Zalando machen, die ja theoretisch ein Milliardenbudget an Adspend zur Verfügung haben. Gibt man in Google mal den Begriff Bikini ein, dann sehen wir folgendes Bild. Wir sind jetzt in Österreich. Wir sehen hier Shopping-Anzeigen von verschiedenen Anbietern. Hier haben wir die Google Ads der Suche, das heißt Dezennis, wenn ich es richtig ausspreche, und Ottoversand.at und Zalando.at. Bikini ist der Platz 1. Das heißt, hier sehen wir hier wenig im Shopping-Bereich. Hier versteckt sich dann eine Shopping-Anzeige. Aber in dieser Google-Suche-Bereich ist keine Ads geschalten von Zalando. Das kann jetzt zwei Sachen bedeuten. Entweder Zalando weiß nicht, was es tut, oder immer wenn Zalando Platz 1 ist in der Suche, dann schalten sie keine Google-Werbung. Schauen wir uns das mal in einem anderen Beispiel an. Das nächste Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist Wintermäntel Damen. Hier sieht man Pico und Kloppenburg, About You und Zalando auf Platz 1, aber keine Zalando-Werbung. Also auch interessant, About You ist Platz 3 und schaltet Werbung. Und wenn wir uns Wintermantel alleine anschauen, sehen wir wieder About You, Pico Kloppenburg als Werbung und diesmal About You als Platz 1 und Zalando auf Platz 2. Auch in den unteren Werbebereichen sehe ich eben keine Zalando, die hier schaltet. Das widerspricht unserer Theorie, weil wir haben gesagt, wenn Zalando Platz 1 ist, schaltet es nicht und wenn es eine andere Position wäre, müsste es ja schalten. Wenn wir uns dagegen jetzt mal Winterjacken anschauen, dann sehen wir nämlich folgendes Ergebnis. About You ist ganz oben, Pico Kloppenburg schaltet, Zalando schaltet und Bonprix. Aber das erste Mal schaltet Zalando.at. Und warum? Weil Zalando nicht Platz 1 ist. Die sind nämlich hier eindeutig Platz 3. Warum war das jetzt bei Wintermantel anders? Ich vermute, dass das eine kurzzeitige Ranking-Veränderung ist. Wir sehen ja immer jetzt die Momentaufnahme. Also jetzt habe ich gesucht, wer ist jetzt auf Position 1? Kann die letzten 3 Monate anders gewesen sein. Und vielleicht haben die so eine Toleranzgrenze, wenn irgendwie man 90% der Zeit auf Platz 1 ist mit dem Keyword, erst dann wird die Google-Werbung eingeschaltet oder eben ausgeschaltet. Was man bei Winterjacken auch noch gut sieht, ist, dass About You das völlig egal ist. Also die folgen scheinbar nicht dieser Strategie. Die sind im Ads-Bereich, sind sie mal Platz 1. Und auch in der organischen Suche geben sie eben den Platz 1 an. Das heißt, hier habe ich eben keine Korrelation gefunden zwischen Position 1 und es gibt Werbung oder nicht. Und wenn wir jetzt ein bisschen vielleicht eine andere Kategorie gehen, also wir hatten Bikini, wir haben Wintermäntel oder Winterjacken, gehen wir mal zur Sportbekleidung. Hier sehe ich hier wieder ein paar Google-Suchen. About You schaltet hier auch wieder Werbung, Zalando schaltet keine Werbung und Zalando ist der Platz 1. Aus meiner Sicht hat sich die Theorie bestätigt, immer wenn Zalando auf Platz 1 ist, wird keine Werbung geschalten oder nicht so intensiv. Wenn Zalando ganz eindeutig nicht Platz 1 ist, dann wird Werbung geschalten, um einfach diese fehlende Sichtbarkeit zu kompensieren. Vermutlich wird man sich da nur auf Kategorien natürlich konzentrieren, die irgendwie einen Deckungsbeitrag haben, einen vernünftigen. Aber das weiß ich nicht, weil ich eben nicht für Zalando oder Zalando arbeite. Rechnet sich das, beziehungsweise schauen wir jetzt SEO versus Google Ads betriebswirtschaftlich mal an. Sportbekleidung in Deutschland suchen 38.400 Leute. Der aktuell organische Platz 1 ist eben Zalando. Der Platz 1 bekommt immer so zwischen 30% und 50% der Klicks. Kommt auf viele Themen an. Sagen wir mal, wir kalkulieren mit 30%. Das heißt, Zalando.de kriegt aufgrund dieser Platzierung circa 11.500 Zugriffe im Monat. Das wären ungefähr diese 30%. Völlig gerade. Ist. Es wird hier auf jeden Fall nicht für den Klick bezahlt wie in Google Ads. Google Ads basiert ja Preis pro Klick. Das heißt, jedes Mal, wenn wer klickt, bezahlt Zalando oder jeder, der in Google wirbt. Der Preis für Sportkleidung in Deutschland wird mit 1,30 Euro ungefähr eben abgeschätzt. Würde ich jetzt ganz, ganz theoretisch diese Sichtbarkeit, diese organische von 11.500 Klicks gern kompensieren wollen, weil ich eben nicht der Platz 1 bin, dann wären das dann 11.520 mal 1,26 Euro. Das ist der ungefähre geschätzte Kost per Klick. Das heißt, wir müssten im Monat ausgeben 14.515 Euro an Werbebudget, um diese Position 1 zu kompensieren, also dass ich sie nicht bin. Jetzt muss man sagen, ganz theoretischer Wert, also irgendwie 14.000, 15.000 Euro im Monat, nur für Sportkleidung in Deutschland gefunden zu werden, sind schon große Zahlen. Was kostet nur jetzt SEO im Vergleich? Also wie viel kostet es, wenn ich auf Platz 1 mit Sportkleidung oder Bekleidung kommen möchte? Das ist das Schwierige, man kann es eben nicht abschätzen.
abschätzen. Also wie viel Aufwand dazu notwendig ist, das hängt von ganz, ganz vielen Kriterien natürlich ab. Ich muss aber auch sagen, hätte ich 14.500 Euro Budget pro Monat und wäre mein einziges Ziel, mit Sportkleidung auf Platz 1 gefunden zu werden, und ich habe dieses Budget ein Jahr lang, also habe 175.000 Euro SEO-Budget, werde ich vermutlich dieses Ziel hinbekommen. Alles sehr, sehr, sehr theoretisch. Für mich ist die Empfehlung ganz klar, Google auszutesten, ist einfach Google Ads mal zu schalten in einer gewissen Region mit gewissen Begriffen, Beispiel Sportbekleidung, zu schauen, wie viel Feedback, Conversion oder Neukunden bekomme ich, und dann entweder Ads weiter zu skalieren oder und mit SEO zu beginnen. Wenn du Platz 1 in SEO werden möchtest und eine gute Agentur suchst, dann schreib uns gerne eine E-Mail. E-Mail-Adresse ist eingeblendet, und führen wir einfach ein Gespräch, wie weit wir dir in Suchmaschinenoptimierung, Google-Werbung oder sonstigen Themen einfach weiterhelfen können. Dich interessiert das Zusammenspiel zwischen Google Ads und SEO ein bisschen genauer? Dann empfehle ich dir jetzt, dieses Video weiter anzuschauen. Für alle anderen, ich freue mich, euch in den nächsten Videos bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald.